Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück in den Legendary Tales. Wir nähern uns den Bonuskapiteln und fangen an mit Episode 4, Kleine Hexe. Die junge Schülerin hatte sich zum Ziel gesetzt, alle in der Schule zu zeigen, was sie wert ist. Warum ist das nötig? Okay, mach mal. Did you ask me to stay after class? You are trailing behind everyone in the class, Scarlet. Please tell me which powerful potion we can no longer make. We discussed this in class earlier today. Potion. Fishtail potion? Wrong answer. Witches cannot make the potion of levitation. A feather from a griffin is required to complete this potion, and many others. But griffins are impossible to find. Your head was in the clouds this whole lesson, and you didn't listen to a word I said. I was listening, it's just... I am interested in what's happening in the world outside, not on the pages of textbooks. So here is your task. Figure out a way to find a textbook about griffins in the library, and then read it. Catch up with the program. Okay, I'll head to the library right now. Stupid books, but it's okay. I'll find it. Jawohl, du wirst es finden. Oh meine Güte. Okay, so, da haben wir nochmal, ja, 9 von 16 und hier gibt es doch bestimmt auch ein Morphing-Objekt. Warte, da. So, Gacha. 45 von 66, wir sind hier schon fast durch, Mensch. Okay, lass mal gucken, was gibt's hier alles? This is the recipe for a rapid growth potion. I want to make it, but I need red soil. Okay. Kombiniere eine Flasche mit wasserroter Erde und einem Teil der Pflanze, deren Wachstum du beschleunigen möchtest, in einer Reagenzflasche. Okay, machen wir. Oh, was bist du denn? Ich muss die Dryade an eine bestimmte Stelle setzen. Ich brauche einen Hinweis. Sonst geht das nicht. Ja, ist okay. Mehr nehmen wir nicht mit. Gut, hier oben haben wir noch was aufregend. Die Flasche brauchen wir. Das ist die, die wir im Rezept gesehen haben. Kann ich aber dem noch nicht hinzufügen. Na gut. Irgendwas sonst noch, was wir mitnehmen können? Nein. Solche Schlösser können nur mit dem Ring der obersten Hexe geöffnet werden. Ui. Okay. An dem müssen wir auch noch kommen, sagst du? Na schön. Hier unten. Ein Versteck im Schrank wurde durch das Auge geschützt. Huh. Okay. Ein Teil des Holzauges befindet sich im Innern des Glases. Okay. Lecker. Lecker, 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 lecker. Da, hier fehlt ein Planet. Das Planetenmodell fehlt. Okay. Und da haben wir auch noch was. Der Kreis sieht aus, als ob etwas da drin sein müsste. Aber was? Moment mal, hier war doch... Nee, das ist kein Schlüsselloch. Nee. Okay. Hier. Ich kann die Tinte durch die Verwendung eines bestimmten Blütenstaubs magisch machen. Ha. Blütenstaub, den ich aber noch nicht am Start habe. Das Netz nehmen wir mit. Nee, da kommen wir nur wieder dahin. Hier hatten wir schon. Was ist das denn da? Da ist etwas im Netz hängen geblieben. Was? Okay. Na gut. Halt, Moment. Apropos Netz. So? Nee, das geht nicht. Schade. Na gut. Irgendwas hier? Nichts da. Okay. Gehen wir mal raus, gehen wir mal weiter, mal gucken, was... es ist Nacht, ihr habt aber noch ziemlich spät Unterricht, du. So, das nehmen wir mit, der Hinweis für die Dryade, okay, den nehmen wir mit, jawohl. Sammelobjekte, da oben ist noch was, aber hier muss doch irgendwo noch ein beweglich nicht sein. Irgendwas Offensichtliches da? Nee, leider nicht. Hier? Ja. Das hat sich bewegt. Gut. Okay, so, dann lass uns mal umsehen. Was haben wir denn hier? Eine Gartenschaufel, die wird bestimmt nützlich. Oh nein, das Fenster ist kaputt. Ich kann hier eine kräftige Rebe anbauen. Okay, Rebenblatt. Das ist doch ein Teil. Ne, gehört nicht dazu. Na schön. Na gut. Also, wir werden die Rebe wachsen lassen, ja? Da ist ein Glas. Was, ein Glasöffner? Oh, ach so. Ja, okay. Und irgendwas hinter diesen Türen gibt es einen Geheimgang nach draußen. Aber wie kann ich ihn öffnen? Da drüben ist... Students must get permission from a teacher before leaving the school.
Ja, ich wollte sowieso nicht gehen. Ich wollte nur den Besen mitnehmen, damit ich hier sauber machen kann. Aha. Und da oben komme ich vermutlich nicht dran, ne? Die Krähe hat sich im Netz verheddert. Oh, wie kann ich sie erreichen? Was? Die Krähe hat sich da oben. Okay, kann ich sie nicht einfach runter? Kann ich nicht. Okay. Irgendwas ist noch im Teich, aber hier kann ich etwas rausfischen. Guck mal so. Ja, wunderbar. Detail 1 von 4 für den Boden-Dings da. Hier kann ich Wasser für den Trank sammeln. Dann lass uns das doch mal tun. Okay. Das sieht aber wie sehr abgestanden das Wasser aus. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das ist rote Erde. Sie ja, beschleunigt das Pflanzenwachstum. Okay, rote Erde. Haben wir jetzt schon alles beisammen? Moment, nee. Wo war das? Hier. Kombinierflasche mit Wasser, rote Erde. Wir haben alles beisammen. Ja. Eins haben wir noch und dann gehen wir auch weiter. Da ist die Bibliothek. Was? Oh, okay. Jetzt? Jetzt. Drehe die Teile des Spielfelds mit den Schaltflächen, um die Buchstaben in die entsprechenden Felder zu setzen. Was? Oh, okay. Da oben alle A sind, hier alle C, B. Okay, alles klar. Gut, also, das kann ein Weilchen dauern. Lass mich das doch mal so machen. Dann nehmen wir das A hier schon mal hin. Wie viele haben wir? Jeweils drei. Okay, gut. Das nehmen wir da weg. Das B kommt da oben hin. Das war keine. Nee, warte, das ist noch nicht die richtige Entscheidung. So. So, jetzt aber. B. Sonst brauche ich noch das. So. D kommt hier unten hin. Ja, da haben wir das schon mal gesichert. B. Gut. B ist schon mal fertig. Oh, warte halt. C kann hier unten bleiben. Das A hätte ich gerne noch da oben hin. So, und hier C. Nee, Moment, das geht geschickter. Augenblick. Noch ein. Nee. Das ist okay. C. Dann das D. Damit haben wir die Ds auch schon mal an der richtigen Stelle. Jetzt brauche ich nur noch das C an die richtige Stelle bringen. Die Cs. So. Und so. Wow. Yeah, the door is open. So, ach was, ich gehe da schon mal rein. Oh. Textbooks aren't just lying on the shelves. I'll have to be smart to find the right one. Okay. Na gut, das hier nehmen wir erstmal mit. Da ist eine Tröte. Was? Trichter. Okay. Der Griff kommt vermutlich hier oben hinein. So, was brauche ich hiervon? Den Stift und das Dreieck und was ist das? Karten. Ah ja. Okay, was haben wir hier? Den nehmen wir auch mit. Brauche ich die beiden auch? Nee, ich brauche noch den Greifen, Adler, was auch immer das ist. So, hier. Oh nein, die Leiter bewegt sich nicht. Der Stift sieht scharf aus. Brauchen wir aber nicht. Etwas steckt fest. Geht das? Das geht. Sehr gut. Okay, komme ich mit der Axt ran? Oh, das ist. Findest du nicht, das ist ein bisschen übertrieben? Aber okay. Gut, hier. Genau, euch kann ich schon mal einsetzen. Zack und zack. Einer fehlt da längst noch. Die nehme ich auch mit. Okay. Kerze, Karten. Was mache ich denn mit den Karten? The book about griffins should be in this closet, but I don't have the keys. How can I open it? Ich weiß nicht. Da ist das Dingchen. Okay. Da brauche ich. Ich kann vorsichtig Schießpulver in das Schloss schütten. Oh, warte mal, den Trichter dazu habe ich ja schon. Okay. Okay, na gut. Setzen wir das Ding mal da oben ein. Ja, und was haben wir hier? Tausche die Kacheln aus, um das Bild wiederherzustellen. Natürlich. Wie mache ich das? Immer eins nach dem anderen. Okay. Gut, hier hin. Du kommst da oben hin. Ja. Okay, wo weiter nach rechts oder?
Nee, sie scheint hier noch irgendwie was zu halten, ne? Ja. Okay, dann kommst du da unten hin. Du kommst hier vermutlich hin, du dahin. Das müssen wir aber nochmal kaputt machen, fürchte ich. Hier, du dahin. Und das da unten hierhin, genau. Dann du kommst dorthin. Halt, so. Okay. Da kommst du. Nee, Moment, kommst du da hier hin? Das sieht ganz gut aus. Du bleibst auf jeden Fall. Nee, halt, warte, dich nehmen wir zuerst. Du kommst dahin und du hierhin. So, dann passen die auch schon mal. Das hier ist noch nicht ganz richtig, ne? Das sind die Haare. So, und darunter und jetzt. Okay. Yeah! Schießpulver. Warum? Warum? Ist das nicht ein bisschen heftig? Sollten wir nicht einfach einen Schlüssel benutzen? Oder so? Das hört bestimmt keiner. Nein, das kriegt keiner mit. Kavum. Ich war's nicht. Hier passieren Dinge. Es sollte mal jemand nachsehen. So. Und hier, das ist nur ein Kartenmischgerät. Wähle Tiere aus, die einem Greif gleichen. Okay, also du. Das ist nicht das, was ich brauche. Warum nicht? Ach so, hahaha, ja, okay. Der und der. Okay, und fump, da kommt das Buch heraus. Okay, Buch über Greife, herrlich. Sehr gut, dann lass uns doch mal zurückgehen. Und wo kann ich denn, wo könnte ich nochmal Tränke mischen? Das hier können wir auf jeden Fall schon mal machen. Na? Okay, na denn. Du, das sieht sogar, nee, eher so. Nee, doch so. Maybe. Das sieht besser aus. Ist das hier richtig? Könnte sein. Nee. Ah, ich kann den noch höher stellen. Gut. Ja, so. Nee, vielleicht noch einen höher. Okay. Nee. Ich hätte den Arm auch eher darunter gelegt. Aber dann heißt das, dass die noch höher kommen müssen, weil der Abstand hier so gering ist, ne? Dann würde ich den Arm allerdings auch höher stellen. So, du bist fast richtig. Kann ich hier noch was machen? Nee. Okay. Du siehst eigentlich schon ganz gut aus. Hm, so vielleicht? Scheinbar nicht. Nö. Oder doch ganz oben? Nee, hier ist noch ein Stück von dem Blatt erkennbar. Irgendwas ist noch nicht richtig, ne? Irgendwas ist noch nicht richtig. Was ist noch nicht richtig? So? Nee. Doch so. Nein, 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 nein. Wenn denn dahin. Ah, so war's richtig. Okay. Na gut. Hey, eine Schere. Krass. Buch über Greife. Okay. Da ist ein Zettel drin. Klar, natürlich. Sicher. Symbole, cool. Greife, magische Kreaturen, die einer Kreuzung aus Löwe und Vögel ähneln. Ihre Federn sind die wertvollste Ressource und dienen als Zutat für viele mächtige Tränke. Allerdings leben die Greife auf schwimmenden Inseln, die fast unmöglich zu finden sind. Diese Inseln befinden sich immer hoch in den Bergen. Sie bewegen sich frei und es ist schwierig, sie zu erreichen. Aus diesem Grund sind Greifenfedern zu einer Rarität geworden. Ja. Ist ja auch fies. Okay. That's what I'll do. I'll find a griffin feather. Then everyone will see that I am not a lagging student. Klar. Natürlich. Finde die Greifenfeder. Das hier sieht doch schwer danach aus, dass es hier hinkommt. Ja, diese Symbole müssen... Ach so, dafür soll ich die Tinte herstellen. Aber dafür brauche ich den Staub, ne? Blütenstaub. Genau. Den habe ich noch nicht.
Dosenöffner, lalala. Okay, aber wie stelle ich das jetzt her? Einfach da drauf? Nee, nicht einfach da drauf. Oder muss ich erst mit der Flasche... Das ist nicht die richtige Flasche, ne? Deswegen funktioniert das nicht. Doch, Fläschchen mit Wasser. Aber wo kann ich das denn mal mixen? Da braucht es den Ring, bla bla bla. Da braucht es das Auge. Hier, warte, da können wir weitermachen. So. Da, hölzernes Auge, 1 von 2. Ja, cool. Und da oben komme ich da schon mit irgendwas ran, mit dem Besen vielleicht? Mit dem Besen, es funktioniert. Sehr gut, Klatsch, Detail. 1 von 4. Na, spitze. Okay. Hier braucht es den Planeten, den haben wir aber noch nicht. Rote Erde, genau, das gehört, das sind alles Zutaten, lalala. Irgendwas mit der Schere. Was kann ich denn mit der Schere machen? Hier drin nichts. Schere, Schere, Schere. Hier können wir die Rebe anbauen. Ja, sehe ich aber noch nicht. Hier brauche ich noch 2 von den Teilen. Okay, weg. Da sind wir fertig und da ist nichts und hier ist auch nichts. Hi. Ich kann die Schule durch einen Geheimgang unter dem Pavillon verlassen. Ja. Moment, kann ich mit der Schere die befreien? Ja, wie kann ich sie erreichen? Ich brauche eine Leiter. Nein, ich brauche eigentlich dieses Ding hier. Moment, kann ich das denn hier einfach so reinkippen? Nee. Rote Erde? Nee. Nee, das funktioniert scheinbar nicht. Nein, das scheint tatsächlich nicht zu funktionieren. Okay, also kommen wir hier nicht weiter. Da ist noch ein Stück von dem Auge. Ha! Jawohl. Liegt da einfach so rum. Katsching! Säure. Und der Ring. Oh, herrlich. Ja, ja, ja. Gut, na denn. The pollen from this flower turns ordinary ink into magical ink. Cool. Dann lass uns die mitnehmen. Das sind die... Okay, die hat magische Eigenschaften. Ah, ist das hier auch eine Sammelaktion am Ende? Wir werden es sehen. Okay, ist kaum was daneben gegangen, also geht schon. So, und jetzt sollten wir das hier ausmalen können, ne? Okay. Super. Macht sie alleine. Brauche ich was? Wähle Symbole, die eine Kombination des Symbole in der Mitte darstellen. Sehr gern. Okay, also das wäre das hier und das hier. Gut. Das wäre das hier. Das hier auch? Weiß ich nicht. Ja, das hier, ne? Das da. Und dieser Haken. Und das Dreieckige. Okay, es ist auch gut. Dann dieses Dreieck. Dieser Haken. Und... Oh, das mit dem Haken hier. Ach hier, das sind umgedreht. Genau. Und dann schließlich noch die Blüte. Der hier. Und da ist der Haken schon dran, also brauchen wir nur noch das da. Yay! Wow. Okay. Was davon nehmen wir mit? Alles. Nein, die Reagenz. Und ein Detail. Super. Okay, so kann ich das jetzt zusammenbasteln? Ich kann. Jetzt geht es. Jetzt, da wir die richtige Flasche gefunden haben. Okay, gut. Nee, richtige Reihenfolge. Das Gelbe ist... Was war denn das Gelbe? Das war das Wasser, ne? Ja. Okay. Dann die Sache mit der roten Erde. Ach, hier. So. Cool. Und schließlich das Blütenblatt. Das Blatt. Fump, 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 fump. Und fertig ist es. Wachstumsdrang. Genau.
Habt ihr den Anhänger gesehen? Biohazard und so. Ja. Nicht ungefährlich. Klatsch alles da rein. Zack. Und wusch. Natürlich wieder Zeit. Okay. Nein, das kriegt kein Mensch mit. Das merkt kein Mensch. So, Vogel. Ach du Ärmster. Komm, lass dich mal freischneiden. So, so ist es viel besser, ne? Jawohl. Weg ist er. Gut. Den Planeten nehmen wir mit. Oh, das war alles. Okay. Gut, der Planet kommt hier hinein. Und ein Handschuh. Na also, und ein Detail. Okay, dann sind wir hier aber auch schon fertig, ne? Ja, hier scheint es nichts weiter mehr zu geben. Nun denn, hier unten. Ihr kommt dort hinein. Wähle übereinstimmende Zeichenpaare aus. Ah, klar. Okay. Also angenommen, ich würde den hier mal zuerst nehmen. Der hier passt nicht wegen dieses einen Punktes. So, der hier, da sind gar keine Punkte drin. Der hier, oh, der kommt hin. Gut, jawohl. So, noch ein Punkt. Mit dem Punkt in der Mitte. Nein. Ja, okay. Gut, nix in der Mitte. Aber zwei Punkte am Rand. Nee. Das? Ja, kommt hin. Okay, der Punkt rechts. Aber hier fehlt der Punkt. Hier, da fehlt der Punkt. Die beiden gehören zusammen. Aber ich habe jetzt den schon aktiviert. An der Seite. Nee, an der Seite. Der hier ist es, ne? Ich denke schon. So, und der hier müsste doch... Warte, die Striche sind verkehrt rum. Nein, das ist es nicht. Also, nach links guckend. Die beiden könnten zusammengehören. Nach links gucken. Der hier ist es. Da und dieser hier. Und ein Punkt in der Mitte. Da haben wir nur noch den einen. Und ein Arm zur Seite. Das hier ist der. Und der da und dieser hier. Yay! Wir kommen raus. Ist das so gut? I can leave the school through this secret passage. Mhm, aber ist das auch eine gute Idee? Oh je, was ist das? Moment, ist das ein Raum? Zählt als Raum? Es zählt nicht als Raum. Okay. Okay. Was ist das da oben? Nix. Okay, was ist denn hier? Ah, da fehlen Äpfel. Liegen die hier unten irgendwo? Scheinbar nicht. Das hier ist jetzt aber... Ich gucke nur so doof, weil ich hätte gern gewusst, ob es da denn Sammelgegenstände gibt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Okay. Hier, guck mal, da ist ein Apfel. 1 von 7. Oh, dann sollte ich auch nochmal zurückgehen. Wie kann ich zu dieser Öffnung gelangen? Weiß ich noch nicht. Da ist ein Apfel. Ich muss auch nochmal zurückgehen, ne? Ja, bestimmt sogar. Da ist eine Spitzhacke. Wunderbar. Auch die nehmen wir mit. Okay. Kein Apfel. Oh nein, hier komme ich ja gar nicht raus. Ist hier ein Apfel? Ich sehe erstmal keinen. Okay, komme ich irgendwo ran, dass ich die Spitzhacke schon mal gebrauchen kann? Da? Nee. Okay, sonst ist hier weiter nichts. Gut. Wo könnte ich denn die Spitzhacke gebrauchen? Hier nicht. Dann, warte mal, eben bin ich hier durchgegangen und versuche es jetzt mal hier. Oh. Okay, klar. Da kommt auch noch was rein. Es fehlt etwas. Ja, das könnte gut sein. Kein Apfel, ne? Oder? Nee, scheinbar kein Apfel. Okay, ich gehe ein weiter zurück. Hier kommen wir ran. Jawohl. Diesen Apfel hatten wir bereits gefunden, gell? Oh. Okay, da oben bin ich reingekommen. Interessant. Da ist ein Apfel. Hier ist nix. Okay.
Und hier unten? Oh, wow, es geht noch weiter. Okay, kein Apfel. Da ist ein Apfel. 1 von 4 von 7. Okay, das ist schon mal gut. Kann ich hier irgendwas von mitnehmen? Denn ich nehme doch an, dass wir die Spitzhacke hier irgendwo anwenden müssen, oder? Oh, meine Güte, ist das für... Hier, guck mal da. Yay. Zack. So, aber von dem Kristall nehmen wir nichts mit. Okay, das nehme ich mit. Sehr gerne. Mhm. Nix. Und ein Apfel. Gut. 6 von 7. Getting there. Warte, jetzt muss ich doch nochmal da gucken. Hier war aber kein Apfel, ne? Ah. Das sieht nicht danach aus. Nein, ich würde mal sagen, nein. Okay, nix. Halt. Hier? Nee, das ist nur die Struktur des Gesteins. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal hier entlang. Da war das, glaube ich, ne? Nee, hier war es nicht. Ah, war der andere Gang. Okay. So, und irgendjemand hat ja auch das Licht angelassen. Feuer. Das Feuer angelassen. Okay, klar, wieso nicht? Ich nehme den Apfel mit. Sonst aber nicht. Das wird nichts. Das ist nicht zufällig wichtig gewesen hier. Hm. Ich frage nur so. So, hier kommen die Äpfel hinein. Zack. Yay! Und wir sind draußen. Forest. According to the map, the mountains where the griffins live should be behind it. Hm. Das ist eine Spitzenidee, dass du hier in der Nacht herumturnst. Das ist eine ganz hervorragende Idee. Das ist bestimmt nicht problematisch. Oh, was ist das? Eine Rune. Wenn ich Ameisen mit etwas Süßem anlocke, fliegt an die Fledermaus weg, um sich an ihnen satt zu essen. Die da? Oh ja. Okay, ich habe Angst, dorthin zu gehen, solange diese Fledermaus dort oben hängt. Mhm. Du solltest noch für ganz anderen Dingen Angst haben. This is a predatory creeper, which is use them to suck the life force out of others. Only acid and salt will destroy the sprouts. Hm. Aha. Der Artikel kann hier nicht verwendet werden. Okay, aber das ist doch Säure, ne? Das ist Säure. Halt, wir brauchen noch ein zweites Dingelchen. Ein zweites... Okay. In dem Stumpf steckt etwas fest. Die Axt bin ich leider schon losgeworden. Ha. Huh. Okay. Moment, wo ist das zweite Dingelchen? Irgendwas müsste sich hier bewegen. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Nein, nein, nein. Da, nein. Da auch nicht. Na, da. Okay, cool. So, was haben wir hier oben noch? Hm. Da kommen drei. Das werden wohl diese hier sein, ne? Hier gab es 3 steinerne Dinge. Das könnten Runen gewesen sein. Ja, klar. Sicher. Achso, Ameise. Moment, kann ich mit den Ameisen da drin rumfummeln? Mit dem Handschuh? Nein, ich brauche etwas Süßes. Okay. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Oh, hi. Guten Tag. I won't let you leave the woods, witch. You will stay here forever. All witches are the same. Evil, terrible creatures. Recently, a witch planted the sprout of a bloodthirsty creeper in this forest. They will spread over the entire forest soon, and there's absolutely nothing I can do to stop it. I know how to clear it out. You need to pour acid on the roots, and it just so happens that I have some. I still need something to dig it up and sprinkle the roots with salt. You can borrow a garden hoe from my house. I live in the Valley of Sulfur Geysers, not far from here. There you can find several different types of salt. Get rid of the sprout, and I will let you pass through. Okay, I'll find everything I need and destroy the creeper. I hope you will keep your promise. Hm. Okay. Okay, ist in Ordnung. Alle Hexen sind böse, echt? Ist das so? Hm. Da, diese Runen können sich jetzt nützlich erweisen. Ich sollte sie skizzieren. Okay. Ja, wenn ich etwas zum Skizzieren habe. Halt, hier müsste es doch auch noch ein Dingelchen geben, ne? Das da? Nee. Dieses klebrige Netz lässt sich gut verbrennen. Okay.
Da ist es. Ta-da-da-da. Okay, so, was haben wir denn hier? Da ist etwas, ein Feuergeysir. Er ist wunderschön. Ja, aber... Was, oh Moment, kann ich das mit dem Handschuh anfassen? Ich kann. Okay, ein Stück Kohle zum Skizzieren, ne? Jetzt brauchen wir nur noch einen Zettel oder so, ein Papyrus. Da ist nichts weiter. Gut. Hey, was ist mit dir? Warum hat man nicht... It seems to be an ant. They guard the forest, even though they rarely move. Hm. Aber den haben wir festgebunden. Warum ist das so? Ah. Oh. Er wird froh sein, wenn ich ihn aus den Fesseln befreie. Ja, dummerweise habe ich noch nichts dafür dabei. Okay. Ja, ich komme zurück, ja? Hier. A valley of sulfur geysers lays behind this passage. There is my home. Hm. Das ist jetzt blöd. Ein Zweig. Okay. Mit dem zweiten. Nein, damit können wir die nicht beiseite schieben. Okay, ich brauche was anderes. Gut, und er hier? Ist ja putzig. So, was kann ich denn mit dem Zweig alles machen? Ich habe noch nichts Süßes dabei. Ich könnte hier die Schwefelsäure reinbasteln, aber da sagt er ja... Oh, warte. Halt, so? Nee, ausgraben geht nicht. Das müsste über die... auf die Wurzeln gestreut werden. Beides müsste da drauf gestreut werden. Da komme ich noch nicht dran. Okay. Moment, halt. Nee, das war es zwar auch nicht, aber wo wir schon mal hier sind. Nein. Moment, hier. Wo war das mit dem Netz? Da. Okay, wir bauen eine Zweig mit Spinnenweben. Also gewissermaßen eine Fackel. Eine weitere Bohne ist da drin. Kann ich die Fackel hier dran anzünden? Ja, das geht. Okay, brennender Zweig. Cool. Ihr habt einen brennenden Zweig gefunden. Na super. Was mache ich damit? Ich könnte damit der Fledermaus Angst machen. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Okay, wenn ich in die Schule zurück bin, sobald ich die greife, fehle. Okay, da gehen wir noch nicht wieder zurück. Alles, was wir zu finden hoffen, ist genau hier drin. In dem Stumpf. Abfackeln kann ich es nicht. Okay. Da ist, das wird wahrscheinlich auch nichts nutzen. Nein, natürlich nicht. Hier ist nichts weiter drin. Okay. Kann ich den Schlangen dann mit Feuer Angst machen? Ah, das geht. Die hauen ab. Sehr gut. Okay. Gehen wir da mal ran. Oh, wow. Okay. Wow. Ja, sehr schwefelig und so, ne? Naja. Gut, das muss hier stinken wie sonst was. There must be a hole around here somewhere. Mhm, das machen wir auch sofort. Lass mich nur gerade die im trockenen Lehm steckt etwas fest. Ich würde gern die Sammelobjekte finden. Aber das hier ist keins. Okay. Gibt es hier denn überhaupt Sammelobjekte? Natürlich gibt es hier welche. Was frage ich überhaupt? Da unten bewegt sich was. Okay. Sammelobjekt. Ja, wo ist das zweite? Ah, nee, ja, cool, aber nee. Der Dampf ist brühend heiß. Mhm. Wo ist denn das zweite? Was bewegt sich denn hier? Wäre mir doch das Morphing-Objekt. Das Herz. Ah, natürlich. Okay. 49 von 66. Hey. Okay. Hier machen wir auch sofort weiter. Gib mir nur einen kleinen Moment Pause. Ich bin gleich wieder für euch da. Tschüss.